Am 26. Oktober jährt sich die Beschlussfassung des Bundesverfassungsgesetzes über die immerwährende Neutralität zum 67. Mal. Immerwährende Neutralität heißt, bereits in Kriegszeiten alles zu unternehmen, um nicht in Kriege involviert zu werden. Nach unserer Auffassung bedeutet das auch, sich der Mitmarschieren, der Kumpanei mit Großmächten bei der Unterdrückung, bei der Diskriminierung von anderen Menschen, anderen Völkern zu verweigern. Unter anderem hat sich hier auch Österreich in der Vergangenheit große Verdienste erworben im Sinne einer aktiven Neutralitätspolitik an der Seite der Unterdrückten, der Entrechteten, gerade zum Beispiel auch in der Frage Palästina, zu positionieren und gegen diejenigen Kräfte, die für diese Politik verantwortlich sind. Wir wissen, in den letzten Jahren hat sich das stark geändert. In den letzten Jahren sind wir mit einer politischen Führung konfrontiert geworden, die in völlig gewissenloser Weise mitschreit, mitplärt, wenn es darum geht, auf andere, Schwächere hinzutreten. Wir denken, dass es an der Zeit ist, diese Politik wieder umzukehren und Neutralität im Sinne auch einer Solidarität mit den Schwächeren in die politische Praxis umzusetzen.